Ja, unser Vertrauen in die Bahn ist erschüttert, unser Vertrauen in die Finanzmärkte ist erschüttert, natürlich ist auch unser Vertrauen in die Banken erschüttert. Aber es gibt noch eine Bank, und zwar in Gammisfeld in Hohenlohe, eine Raiffeisenbank. Da haben die Kunden noch echtes Vertrauen, und zwar mit gutem Grund. Sieht so ein Banker aus? Womöglich sogar noch ein erfolgreicher? Ja, und der wohnt, nein, nicht hier, sondern hier in Gammisfeld, einem 530-Seelendorf an der württembergisch-fränkischen Grenze. Hier ist Peter Breiter Bankvorstand in der Gammisfelder Raiffeisenbank. Sie gilt als die kleinste in ganz Deutschland, mit 600 Kunden, einem einzigen Raum, mit echtem Geld in der Kasse und nur einem Mann, der für alles verantwortlich ist. Hier vorne an Tresen bin ich ja der Schalter. Hier ist die Buchhaltung, da vorne ist noch Rechnungswesen. Da schreibe ich dann Belege und hier hinten haben wir noch einen Laptop, wo wir dann ins Internet gehen können. Ja, alles vertreten. Vorstand hat eigentlich gar keinen Stuhl, aber der bin ich ja auch. So bescheiden, so bemerkenswert. Aktiendepots, Verluste, Risiken, das alles kennt man hier nicht. Denn so übersichtlich wie die Bank selbst ist ihre Produktpalette. Girokonto, Kredit und Sparbuch, das war's. Gebühren? Fehlanzeige. Dafür gibt's äußerst kundenfreundliche Konditionen. 5,25% Überziehungszinsen, gute 4% für einen Kredit. Das kann sich sehen lassen. Ein bisschen was müssen wir schon verdienen. Mein Gehalt muss ja bezahlt werden und auch andere Kosten. Aber wir wollen keinen ausnehmen letztendlich. Ja, darum sind diese Zinssätze möglich und man kann auch davon existieren. Man kann halt dann keine Glaspalaste so bauen, aber ansonsten funktioniert es wunderbar. Die Bank arbeitet wirtschaftlich. Der Gewinn im letzten Jahr lag bei 35.000 Euro. Und da stört es auch nicht, wenn ein paar Dinge eben anders sind. Einen Geldautomaten etwa sucht man hier vergebens. Die Kunden müssen ihr Geld schon persönlich abheben. Ein bisschen Geduld hat man auch mitzubringen. Doch die Geldübergabe von Angesicht zu Angesicht, das persönliche Gespräch, genau das schätzen die Kunden hier. Danke schön. Ich bin seit meiner Schulzeit, bin ich meine Schulsparbücher da angelegt. Und ich bin 82 Jahre alt. Und bin heute, habe keinen Grund zum Wanderski gehen. Man hat ja Übersicht über sein eigenes Geld, über die Zukunft und braucht sich keine großen Gedanken machen über irgendwelche Spekulationen. Zins ist gut, ja, das Geld ist sicher. Und so hat die Minibank etwas, wovon Großbanken nur träumen können, das absolute Vertrauen. Nach dem Kundenbetrieb, der übrigens während der Mittagszeit stattfindet, hat Peter Breiter Zeit, die Kontoauszüge zu schreiben. Jeden einzelnen. Drum gibt's die auch nur dreimal im Monat. Gegen einen Anschluss an den zentralen Rechner des Raiffeisenverbunds hat man sich hier immer gewehrt. Deswegen werden alle Überweisungen gesammelt und zweimal pro Woche per Post zur Zentralbank geschickt. Das wirkt schrullig, doch ist im Grunde eine enorme Kostenersparnis. Diese Online-Verbindung würde uns 50.000 Euro im Jahr kosten. Und der Gewinn der Bank beträgt im Jahr so ca. 20.000 bis 30.000 Euro. Und das wäre schon viel zu teuer für uns. Und letztendlich müssten wir dann das Geld von unseren Kunden holen, indem wir Gebühren verlangen würden für die Kontoführung bei Krediten und so weiter. Ein Grundsatz, der schon galt, als noch Fritz Vogt das Geld der Gammisfelder verwaltete. Schon Großvater und Vater Vogt haben die Bank geleitet. Er selbst hat die Eigenständigkeit der Bank über 40 Jahre lang verteidigt. Noch heute hilft er regelmäßig aus und freut sich, dass auch sein Nachfolger Peter Breiter an den Prinzipien der Vogtschen Bankerdynastie festhält. Erarbeitetes Geld muss so verwaltet werden, wie es der Entstehung entspricht. Nämlich, da steckt Mühe dahinter, da steckt Fleiß dahinter. Und wenn man damit umgeht, als ob das eigenes Geld wäre, dann wird es immer verführerisch. Mir sind allemal 3% Zins plus meines Kapitals lieber als 8% Zins und das Kapital ist weg. So, ganz einfach ist es. Ob man so viel Idealismus belächeln will? Vielleicht. Doch die, die ihr Geld Fritz Vogt und Peter Breiter anvertraut haben, sind froh darüber, dass es sie gibt. Die kleine Genossenschaftsbank in Gammisfeld, die sicher auch die nächste Finanzkrise überstehen wird.
Es gibt sie also noch, die Banken, in die man als Kunde getrost sein Vertrauen setzen kann.